Ja, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Fallout 4 Special. Heute zum Thema das Vault-Tec Perk System. Und zwar konzentrieren wir uns nur auf das Attribut Stärke und die assoziierten Perks. Ich gehe einfach mal durch die ganzen Perks durch, von Level 1 bis Level 10, die man bei Fallout 4 haben kann, und erkläre euch, was es damit auf sich hat. Auf Level 1 haben wir die Eisenfaust. Das heißt, wenn ich Stärke 1 habe, kann ich die Eisenfaust auswählen. Kanalisiere dein Chi, um zerstörerische Wut zu entfesseln. Waffenlose Angriffe fügen deinem Gegner 20% mehr Schaden zu. Das hat insgesamt 5 Ränge. Rang 2 erfordert Level 9 und Stärke 1 natürlich. Und der waffenlose Angriff verursacht nun 40% mehr Schaden. Und er kann den Gegner entwaffnen. Auf Rang 3... Waffenlose Angriffe verursachen 60% mehr Schaden. Waffenlose starke Angriffe haben eine Chance, einen Körperteil deines Gegners zu verkrüppeln. Also so ein sogenannter kritischer Treffer. Rang 4, Level 31 sind wir inzwischen 80% mehr Schaden und auch die Verkrüppelungschance. Rang 5, Level 46, waffenlose Angriffe verursachen doppelten Schaden. Kritische Treffer im VATS lähmen den Gegner. Das war der Perk auf Level 1. Level 2 ist erste Liga. Streng dich richtig an. Deine Nahkampfwaffen verursachen 20% mehr Schaden. Klar, 40% mehr Schaden. Gegner entwaffnen. Gibt eine Möglichkeit. Voraussetzung Level 7. Sorry. Dritter Rang, 60% mehr Schaden und auch eine Entwaffnungschance, aber erst ab Level 15. Erste Liga auf Rang 4 macht 80% mehr Schaden und treffen alle Ziele, die sich vor dir befinden. Das heißt, du haust mit deiner Faust. Deine Faust wird so groß wie ein Haus und du haust einfach mal nach vorne. Aber Level 27, wie gesagt, gebraucht. Und natürlich Stärke 2. Auf Rang 5 doppelter Schaden mit der Nahkampfwaffe. Und es besteht eine Chance, den Gegner zu verkrüppeln. Oder ihm sauber den Kopf abzutrennen, was ja auch immer eine ganz nette Sache ist. Siehe Dala. Das kann man auch mit einer Pistole, mit einer Pistolenkugel erreichen. Siehe, Dala verliert den Kopf. Sehr schön, wie der Kopf abgetrennt wird. Gut, auf Level 3 beim Stärkeattribut finden wir dann den Rüstmeister. Schützt dich vor Gefahren des Ödlands mit Zugang zu Standard und Rang 1 Mod. Das heißt also, Stärke auf 3 mindestens haben, wenn man plant, die Rüstung zu modifizieren. Denn auf Rang 2 beim Rüstmeister erhält man Zugang zu Rang 2 Mods, auf 3 dann analog Rang 3 Mods für Rüstung und Rang 4 ist dann Rang 4 Mods für Rüstung. Das heißt, wenn man die Rüstwerkbank einsetzen möchte, dann sollte man auf jeden Fall Stärke auf 3 haben und den Rüstmeister möglichst möglichst bald aktivieren. Rang 4 bei Rüstmeister braucht Level 39. Gut, kommen wir zu Level 4 bei Stärke. Da ist der Schmied. Der Schmied. Wirft die Schmiede an und erhält Zugang zum Standard- und Rang 1 Mods für Nahkampfwaffen. Also, auch wieder hier Level 4, wenn man plant, Nahkampfwaffen und Schmieden zu tun zu haben. Rang 2 Mods für Nahkampfwaffen, Rang 3 Mod für Nahkampfwaffen. Ganz klar. Level 5, groß und schwer. Durch viel Übung und Erfahrung verursachen schwere Waffen 20% mehr Schaden. Also die großen Bummen, die Katabuma. Schwere Waffen verursachen 40% mehr Schaden und Schüsse aus der Hüfte sind treffgenauer. Das ist ja immer das Problem. Die Minigun ist zwar geil, aber da gehen auch ganz schön viele Schüsse in die Wände hinter dem Gegner. Rang 3, groß und schwer, 60% mehr Schaden und Schüsse sind noch treffgenauer. Rang 4, 80% mehr Schaden und der Gegner kann in zum Taumeln gebracht werden. Das ist auch ganz nett. Klar, Minigang, Ratter, 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 Ratter. Wer bleibt da stehen? Groß und schwer, schwere Waffen verursachen doppelten Schaden. Was ich jetzt nicht genau weiß, und das ist etwas für euch in die Kommentare generell, ob das transitiv ist. Jetzt kommt ein Begriff aus der Mathematiktheorie. Transitiv heißt also, dass die Qualitäten, die ich auf dem untergeordneten Rang habe, also Rang 4, der Gegner taumelt,
ob der auch dann immer noch bei Rang 5 aktiv ist, obwohl es hier nicht steht. Ich gehe mal stark davon aus, aber ich würde gerne von euch wissen, ob das denn auch so ist. Schaut da mal bitte nach. By the way, groß und schwer auf Rang 5 erfordert Level 47. Ja, kommen wir zur Stärke Level 6. Also wenn man 6 Punkte auf Stärke hat, dann kann man einen starken Rücken bekommen. Ah, ich muss mal was trinken, Entschuldigung. Lecker Met. Gut, du bist ja ein halber Packesel mit dem starken Rücken. Du erhältst 25 Tragekapazität. Ich glaube Kilo oder so. Also du, man kann mehr tragen auf Rang 1. Rang 2, 50 Tragekapazität. Wenn du überladen bist, kannst du Aktionspunkte nutzen, um zu laufen. Auch hier wieder, ich gehe davon aus, bei Rang 3 werde ich sicherlich auch das davor haben, also 50 Tragekapazität. Gut. Ja, das ist gut. Wenn man überladen ist, kann man Aktionspunkte nutzen, um zu laufen. Das ist nicht so ganz schlecht. Aber erfordert Level 20. Starker Rücken, Rang 4. Wenn du überladen bist, kannst du schnell reisen. Das ist natürlich mal richtig gut für diejenigen unter euch, die planen, zum extremen Looter zu mutieren, was ich gehe davon aus, das sind einige unter euch. Denn mit der Schnellreise kann man dann auch schön völlig überladen das ganze Dungeon ausräumen und ja, und dann einfach mal schnell reisen. Ruhige Hand, immer aufs Ziel. Die Genauigkeit beim Abfeuern von Schusswaffen aus der Hilfe ist verbessert. Ja, das heißt, wenn man nicht in VITS ist und erfordert Stärke 7 und auf Rang 2, einen Moment, Level 28, die Genauigkeit ist nochmal verbessert. Auf Level 8 wird man zum Prügler. Eieieiei. Jetzt wird's persönlich. Schläge mit Schusswaffen. Ja, das ist cool. Werde ich euch auch noch zeigen. Verursacht 25% mehr Schaden. Auf Rang 2 schafft der Prügler 50% mehr Schaden und der Gegner kann verkrüppelt werden. Rang 3 75% mehr Schaden und eine Verkrüppelchance. Rang 4 doppelter Schaden. Verkrüppelchance und kritische Treffer sind ebenfalls möglich. Also der Prügler, der ist der Bajonettenmann des 22. Jahrhunderts. Gut, wenn man Stärke auf Level 9 hat, dann ist man festgewachsen oder kann man zumindest festwachsen. Nämlich, du bist zur Hälfte ein Baum. Ja, wenn du stehen bleibst, erhältst du 25% Schadensresistenz. Außerdem verursacht deine bewaffneten und unbewaffneten Nahkampfangriffe 25% mehr Schaden. Finde ich tatsächlich neben den Nahkampfwaffen und Rüstungsmod-Sachen ein sehr interessanter Perk, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ja, Schadensresistenz kann schon was bringen und wenn ich generell mehr Schaden ma mache, finde ich das auch wirklich nett. Also festgewachsen. Wenn man auf Stärke geht, seinen Charakter auf Stärke aussetzt, anlegt, dann ist das schon eine ganz interessante Sache. Und zwar wohlgemerkt auf Rang 1. Denn Rang 2 verdoppelt das Ganze nochmal. Und Rang 3, wenn du stehen bleibst, kannst du Gegner, die dich im Nahkampf angreifen, automatisch entwaffnen. Das ist ziemlich gut. Erfordert natürlich Level 43. Das haut schon ganz schön rein. Gut, wenn man Stärke jetzt auf das Level 10 macht, dann kann man auch ab durch die Mitte gehen. Nämlich, wenn man eine Power-Rüstung trägt und beim Sprinten gegen Feinde läuft, dann fügst du ihnen Schaden zu und bringst sie zum Taumeln. Roboter und übergroße Gegner sind aber immun gegen das Taumeln. Richtig cool. Mit der Power-Rüstung dann volle Kanne durch so eine Menge von Ghoulen durchzugehen. Sich umdrehen und sie dann alle Platze machen. Na, das wäre ein Video wert. Rang 2. Wenn du Power-Rüstung trägst und beim Sprinten gegen Feinde läufst, fügst du ihnen jetzt schweren Schaden zu und bringst sie noch mehr zum Taumeln. Wie geil! Level 24. Ich mache also schon Schaden. Und natürlich bei Rang 3 das gleiche. Jetzt fügst du ihnen extremen Schaden zu und stößt sie zu Boden. Das heißt, die liegen erstmal und müssen aufstehen. Einschlag, Landungen verursachen noch mehr Schaden. Heißt also,
wenn ich irgendwo runterspringe. Man hat ja gesehen, man kann mit der Power-Rüstung, kann man, ja, schon ein bisschen fallen. Und das ist der sogenannte Einschlagschaden. Also wenn man von oben einfach auf irgendeinen Jungen draufspringt, dann kann man, sofern man Level 50 und Stärke 10 hat, dann kann man ihn platt springen. Richtig cool. Ja, fast wie bei Mario Brothers. Okay, das war's erstmal von dem Fallout Special von mir, von eurem Spielkind, zum Thema Perk, hier ganz im Fokus, das Attribut Stärke. Und denkt immer dran, Wildlife has its perks. Und bis dahin, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und abonnieren. Bis dahin, ciao, euer Spielkind.